Die Gefahr, dass sich dieser Krieg im Nahen Osten weiter ausweitet, die bleibt hoch. Das Auswärtige Amt hat Deutsche im Libanon jetzt erneut dazu aufgerufen, das Land zu verlassen. Die Angriffe an der Grenze zu Israel, die ebben nicht ab. Und ähnlich ist es auch im Westjordanland und natürlich im Gazastreifen. Das israelische Militär war nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht vereinzelt auch mit Bodentruppen dort im Gazastreifen, zusätzlich zu den Angriffen aus der Luft. Eine Rückkehr Israels zum Status quo im Gazastreifen, sagt der US-amerikanische Außenminister, sei undenkbar. Auch am Montagmorgen steigt Rauch vom Gazastreifen auf. Israel intensiviert seine Luftangriffe gegen die Terrormilizen. Es ist wohl die Vorbereitung auf die angekündigte Bodenoffensive. Über 300 Schläge hat das israelische Militär nach eigenen Angaben allein am Sonntag durchgeführt. Diese Aufnahmen sollen terroristische Infrastruktur und militärische Stellungen der Hamas zeigen, die von den Luftangriffen getroffen werden. Wir haben militärische Einrichtungen und Beobachtungsposten angegriffen, um uns auf die nächsten Kriegsphasen vorzubereiten. In der Nacht wurden auch Angriffe von Panzer- und Infanteriekräften durchgeführt. Bei diesen Razzien werden Terroristengruppen getötet. Außerdem versuchen wir, an Informationen über die Vermissten und Geiseln zu kommen, um diese zu lokalisieren. Während die Hamas Israel beschuldigt, wahllos Wohngebäude und zivile Einrichtungen zu bombardieren, beharrt das israelische Militär darauf, dass es keine Zivilisten angreife. Diese Luftaufnahmen sollen zudem zeigen, wie die Hamas versucht, die Zivilbevölkerung als Schutzschild zu benutzen. Sie positioniere Raketenstellungen in unmittelbarer Nähe zu einem UN-Gebäude, Schulen und Moscheen. Nach eigenen Angaben wurden auch Zellen der Hisbollah im Libanon getroffen. Von dort aus sollten Panzerabwehrraketen auf Israel abgefeuert werden. Die Hisbollah provoziert eigentlich vom ersten Tag an, seit der Krieg ausgebrochen ist, 7. Oktober, mittlerweile 17 Tage Feuer aus dem Libanon, jeden Tag aus der Luft, vom Boden, Infiltrationsversuche. Und wir haben mittlerweile wirklich sowohl im Süden Israels als auch im Norden Israels Hunderttausende Menschen entweder aktiv evakuiert oder sie haben sich selbst evakuiert. Und das nicht ohne Grund. Auch aus dem Gazastreifen schießen militante Palästinenser weiter Raketen Richtung Israel. Wir schauen nach Israel. Aus Tel Aviv zugeschaltet ist mir jetzt Tatjana Ohm. Tatjana, das israelische Militär gibt also an, man war vereinzelt mit Bodentruppen im Gazastreifen. Müssen wir diese Bodenoffensive, auf die wir so lange jetzt warten, über die wir so oft schon gesprochen haben, vielleicht einfach anders denken? Möglicherweise denkt das Militär sie von Anfang an anders als wir als Nicht-Militärs und Laien uns das vielleicht vorstellen. Möglicherweise ist das, was das israelische Militär plant, eben eine Bodenoffensive dahingehend, dass man eben immer wieder und dann mit der Zeit auch verstärkt kleinere Trupps reinschickt, die dann eben solche Razzien durchführen, wie wir das in der vergangenen Nacht eben erlebt haben. Und von Seiten des Sprechers des IDF hat es ja auch geheißen, man sei tief in den Gazastreifen eingedrungen. Also wir merken, dass hier ein bisschen was passiert, ein bisschen mehr als in den vergangenen Tagen. Wir merken aber eben auch, dass die Luftangriffe in der Tat sich noch einmal intensiviert haben. Wir merken das hier und wir sind mittlerweile, Lena, wieder in Aschkelon. Ich weiß, das war heute ein bisschen verwirrend mit mir, weil wir sehr viel im Land unterwegs gewesen sind. Jetzt sind wir wieder hier in Aschkelon. Hier hören wir auch die Kampfflugzeuge. Wir sehen sie nicht, aber wir hören sie hier im Prinzip den ganzen Tag über. Was wir aber eben auch mitbekommen haben, ist, dass heute noch einmal der Raketenbeschuss vom Gazastreifen aus sich intensiviert hat, im Prinzip in sämtliche Regionen hinein und da unter anderem auch, und das habe ich jetzt, wir sind jetzt seit Freitag, glaube ich, hier zum ersten Mal so mitbekommen, hat es offenbar auch den Versuch gegeben, mit Drohnen auf israelisches Territorium vorzudringen. Zwei Drohnen sind weiter südlich von uns erst entdeckt und dann eben auch abgefangen worden. Das hatten wir so in den vergangenen Tagen noch nicht. Und wir hatten gestern zum Beispiel auch einen Tag, wo es immer mal wieder ein bisschen Alarm gegeben hat, Raketenalarm, der ausgelöst wurde, aber nicht in der Intensität, wie wir das hier heute hatten. Wir sind hier heute in Aschkelon auch einmal in den Shelter gegangen, einfach weil klar war, hier ist tatsächlich was im Anflug. Aber auch das ist dann zum Glück durch den Iron Dome abgefangen worden. Tatjana, es gab ja auch in den vergangenen Tagen Bewegungen bei den Hilfslieferungen, die sind angelaufen. Es gab jetzt erneut welche, primär Arzneimittel zu Beginn, aber fällt da auch Treibstoff mit darunter, der ja vor allen Dingen auf den Krankenhäusern gebraucht wird?
Im Moment erstmal noch nicht. Also was wir jetzt gerade frisch gehört haben, ist, dass die Türkei noch einmal zwei Transportflugzeuge schickt mit weiteren, vor allen Dingen eben auch Arzneimitteln, mit weiterer humanitärer Hilfe. Aber wenn es um das Thema Treibstoff geht, da hat hier die israelische Seite eine sehr, sehr klare Haltung und sagt, nein, einfach nicht, einfach weil aus israelischer Sicht nicht klar ist, was damit passiert und wofür er tatsächlich verwendet wird. Diejenigen, die im Gazastreifen versuchen, den Zivilisten zu helfen, insbesondere eben die großen Hilfsorganisationen, die wiederum aber sagen, und du hast zum Beispiel die Krankenhäuser schon angesprochen, wir brauchen dringend, dringend Treibstoff, damit wir überhaupt die Krankenhäuser weiter betreiben können, damit wir auch dafür sorgen können, dass die Menschen im Prinzip auch vom Norden in den Süden kommen. Treibstoff wird dort schon gebraucht, sagen die, die da sind. Die israelische Seite hat hierzu aber eine sehr klare Haltung. Und lass mich vielleicht noch einen weiteren Satz auch hinzufügen, wenn es um die Haltung der Menschen hier in Israel geht. Wir haben jetzt mittlerweile doch mit vielen Israelis auch sprechen können. Und gerade eben auch, wenn es um die Bodenoffensive geht, gerade eben auch, wenn es um die Hilfe geht für die Zivilisten, hat man so ein bisschen das Gefühl, da gibt es zwei unterschiedliche Denkweisen, würde ich es gerne mal nennen wollen. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die eben Angehörige haben, die als Geiseln gehalten werden und die sagen, haltet euch zurück mit der Bodenoffensive, so lange, bis unsere Liebsten da rausgeholt wurden, so lange, bis die Vermittlungsbemühungen, die es ja hinter den Kulissen nach wie vor gibt, in der Tat erfolgreich gewesen sind. Und wir haben die anderen wiederum, die ganz klar sagen, nein, wir dürfen der Hamas nicht noch mehr Zeit geben, sich vorzubereiten auf das, was kommen könnte in Sachen Bodenoffensive. Wir müssen eigentlich zuschlagen in dem Moment, wo das israelische Militär logistisch, taktisch, strategisch dafür aufgestellt ist. Also das sind so zwei unterschiedlich vorherrschende Meinungen, auf die man hier dann doch eben immer wieder in den Gesprächen auch trifft. Tatjana, vielen Dank für diese Einordnung. Und unser Blick geht damit weiter in die USA. Die USA, wahrscheinlich der westliche Partner, der noch am ehesten und am meisten Einfluss in diesem Konflikt nehmen kann. Michael Wüllenweber, unser US-Korrespondent, mir jetzt aus Washington zugeschaltet. Deswegen, weil eben der Einfluss der USA ein besonderer ist, die Frage, gerade mit Blick auf die Bodenoffensive, wie wird die diskutiert in Washington? Also ein Grund, dass es die Bodenoffensive noch nicht gibt, könnte zumindest sein, dass die Amerikaner Druck machen. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin hat mit seinem israelischen Counterpart am Wochenende telefoniert. Joe Biden gestern Abend mit Netanyahu, im Übrigen ja auch mit Bundeskanzler Scholz. Und hinter den Kulissen diplomatisch ist die Botschaft wohl Richtung Israel: bitte nicht jetzt. Das hat zum einen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wohl die Antworten, die Joe Biden bekommen hat bei seiner Israel-Visite von Netanyahu, nicht so befriedigend gewesen ist. Nämlich, wenn du reingehst, wie kommst du raus, was hast du vor, wie lange willst du das machen, wie sieht die mittelfristige Zukunft aus? Und der andere Grund ist ganz praktischer Natur, denn es gibt, oder hier wird zumindest darüber spekuliert, dass die Hamas angeboten habe, nicht nur zwei weitere Geiseln freizulassen, sondern 50 Doppelstaatler. Und das Ganze läuft ja über diesen Backchannel Katar, also diese Verbindungen zur Hamas. Und gleichzeitig stehen, so wird es hier berichtet, 500 Doppelstaater in Rafah an der Grenze und wollen raus. Also die Amerikaner wollen natürlich auch ihre eigenen Leute rausholen aus Hamas. Das sind meistens Doppelstaater mit palästinensischem Hintergrund, aber natürlich auch die Geiseln. Und bei einer Offensive würde das natürlich jetzt vermutlich dann daraus nichts werden, zumindest die Hoffnungen nicht erfüllt in dieser Art. Das ist sicherlich ein Grund, weswegen die Amerikaner drauf drängen. Und so wird es zumindest dann auch hier berichtet, dass es offensichtlich im israelischen Kabinett ja Unterschiede gibt, dass der Verteidigungsminister, der nicht Mitglied im Kriegskabinett ist, massiv drauf drängt. Aber Netanyahu offensichtlich auch da doch deutlich zurückhaltender ist. Und auf die amerikanischen Stimmen scheint es zumindest im Moment zu hören. Der Gazastreifen, also die Region, wo der Blick vor allen Dingen hingeht, gerade auch, weil auch US-amerikanische Geiseln sich dort noch befinden. Aber es gibt ja Auseinandersetzungen, Angriffe an verschiedenen Orten, auch an der Grenze zum Libanon, im Westjordanland. Wie groß ist in den Vereinigten Staaten die Sorge, dass es zu einem Flächenbrand kommt? Und was wird auch versucht, um genau das zu verhindern?
Also die Sorge, die wächst tatsächlich, das wurde am Wochenende ja immer wieder von dem einen oder anderen betont, von Anthony Blinken zum Beispiel, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister Austin ebenfalls. Also da steigt die Sorge und die Maßnahmen, die man ergreift, die zeigen das ja auch, beweisen es ja auch, dass man zusätzlich Kräfte verlegt in den arabischen Raum, in den Mittleren Osten, Patriot, Flugabwehrraketen, dann auch ein hochmodernes Abwehrsystem, ein weiteres gegen ballistische Raketen, THAAD, das wurde ebenfalls verlegt, um vor allen Dingen, so wird hier argumentiert, um die eigenen Einrichtungen zu schützen. Wir haben ja gesehen, Angriffe auf ein amerikanisches Kriegsschiff vor der Küste von Jemen, Raketen wurden dort eliminiert, also abgefangen. Dann haben wir Angriffe mit Drohnen auf amerikanische Basen in Irak und in Syrien gesehen. All das führt dazu, dass man hier die Analyse hat, dass die Spannungen steigen, dass man sich besser vorbereiten muss, dass man weitere Hilfskräfte, Soldaten, also mit anderen Worten, dann auch zur Verstärkung in die Region verlegt, um handlungsfähig zu bleiben, wenn amerikanische Einrichtungen, Botschaften zum Beispiel oder dann auch Stützpunkte involviert sein sollten, dass man da also besser dann vorbereitet ist. Also man rechnet damit, dass da etwas kommen könnte. Auch das ist im Übrigen mit ein Grund, warum die Amerikaner Druck machen, mit der Bodenoffensive jetzt nicht schon zu beginnen. Aber unisono, um das vielleicht zum Abschluss noch zu sagen, heißt es immer, dass no boots, also keine eigenen Truppen in Israel. Und natürlich, Israel hat auch noch nie danach verlangt, in keinem Krieg, den es bisher gegeben hat. Und die Amerikaner, die sagen ganz klar, also, dass sie kein Interesse daran haben, mit eigenen Soldaten da mit auszuhelfen, wenn man das überhaupt so formulieren darf. Das ist also nicht der Stand, das ist nicht die Intention dieser Verlegungen von militärischen Einheiten, wie schon gesagt, der Patriots zum Beispiel oder auch von THAAD oder auch der Flugzeugträger. Gruppen, die dort unterwegs sind. Also weiterhin die Botschaft der Amerikaner, wir wollen mit eigenen Leuten dort nicht involviert sein. Keine eigenen Leute, aber Material wird verlegt und Material ja auch zur Verfügung gestellt. Die USA, der wichtigste militärische Partner für Israel, aber eben auch für die Ukraine. Und der Krieg dort geht ja auch weiter. Wird das in den USA in Teilen auch politisch gegeneinander ausgespielt? Denn die Unterstützung für die Ukraine, die wird ja schon von einigen seit einer Zeit nicht mehr gerne gesehen. Ja, das wird permanent gegeneinander ausgespielt in der politischen Diskussion. Vielleicht kann man einfach das mal kurz aufzeichnen, wie da die Lage tatsächlich ist. Wir haben auf der einen Seite bei den Republikanern natürlich eine unheimlich große Unterstützung für Israel. Da will man mehr machen, da kommt die Kritik. Wir müssen mehr tun, wir müssen mehr Material liefern, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen. Und auf der anderen Seite natürlich massive Kritik an dem Engagement in der Ukraine. Und viele Republikaner, vor allen Dingen auf der ganz rechten Seite, wollen den Geldhahn der Ukraine ja gänzlich abdrehen. Dann bei den Demokraten haben wir auch eine massive Diskussion. Da muss Joe Biden werben bei den eigenen Leuten für die Hilfe für Israel. Die steht da unter Druck, dass Biden sich in dem Maße so engagiert. Vor allen Dingen auf der ganz linken Seite gibt es da sehr harsche Kritik an Israel, an dem Verfahren, an den Bombardements. Deswegen heißt es hier dann bei Analysten auch, das Fenster of Opportunity, das Fenster der Gelegenheit für eine Invasion Israels eigentlich, das würde sich immer weiter schließen, weil die politische Unterstützung auch in den USA, international insgesamt, dass sie immer kleiner werden würde, je länger man dann wartet. Also da kämpft Joe Biden auch in seiner eigenen Partei an einer Front. Und insgesamt, um das nur noch einmal zu rekapitulieren, die Gelder, die er ja in die Hand nehmen will, diese 74 Milliarden oder 75 Milliarden Dollar für auf der einen Seite Ukraine, rund 61 Milliarden. Vor allen Dingen geht es darum, die eigenen, bei diesen Milliarden darum, die eigenen Bestände aufzufüllen.
die halt nach Israel geliefert worden sind. Und auf der anderen Seite für Israel diese 14 Milliarden, die ja in ein gemeinsames Paket geschnürt werden müssen. Und die müssen noch bewilligt werden. Und wie wir wissen, das Repräsentantenhaus ist komplett handlungsunfähig. Und da ist auch kein Silberstreifen in Sicht, weil es da keinen Speaker gibt und keinen Sprecher. Und ohne Sprecher kann sowas nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden, nicht verabschiedet werden. Also solange da dieses Tohubahu ist im Kongress, im Kapitol, im Repräsentantenhaus, solange kann da nichts verabschiedet werden, solange kann dann auch kein frisches Geld zur Verfügung gestellt werden. Und irgendwann laufen die Mittel tatsächlich aus. Das kann hier uns keiner sagen, wenn das denn dann tatsächlich der Fall sein soll. Aber Joe Biden braucht dieses Geld und steht also tatsächlich innenpolitisch jetzt da auch an dieser Front, im Repräsentantenhaus sozusagen an einer Front. Dankeschön, Michael, für deine Einordnung. An einer Front und die USA mit Blick auf die israelische Bodenoffensive stehen ein bisschen auf der Bremse. Was diese Bodenoffensive für das israelische Militär so schwierig macht, das sind insbesondere die kilometerlangen unterirdischen Tunnelsysteme der Hamas. Unser Militärexperte Guido Schmidtke hat sich die genauer angeschaut. Er gibt uns aber zunächst einen Überblick über die verschiedenen Angriffsorte. Wir gucken uns das mal auf der Karte an und da wird vor allem im Norden Israels und im Süden Libanons heftig gekämpft. Da liefert man sich Artilleriegefechte, dann auch im Westjordanland dort Feuergefechte zwischen radikalen Palästinensern und auch den israelischen Streitkräften, dort auch Luftangriffe und dann vor allem natürlich im Gaza-Streifen dort sehr, sehr schwere Luftangriffe der Israelis in den letzten 24 Stunden. Das eine Info des israelischen Verteidigungsministeriums, hat man dort 320 Luftangriffe geflogen. Insgesamt sollen schon mehr als 6000 Luftangriffe von der israelischen Luftwaffe gegen Ziele im Gaza vor allem geflogen worden sein. Und auf der anderen Seite natürlich auch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf die Siedlungen im israelischen Staatsgebiet. Und dann müssen wir auf die Gegenoffensive und auf die mögliche Bodenoffensive der Israelis schauen. Und dort nicht nur das große Risiko und die Gefahr, dass man dort in einen Häuserkampf verwickelt wird, sondern auch das Tunnelsystem, was die Hamas dort in den letzten Jahren erstellen konnte. Und da gibt es zwei Bereiche. Auf der einen Seite die Tunnel, die man praktisch vom Gazastreifen nach Ägypten, aber auch auf das israelische Staatsgebiet gebaut hat. Und dann die Tunnel, die unterhalb der Stadt Gaza errichtet worden sind von der Hamas und wo unter anderem Waffen transportiert werden können, wo man von A nach B kommen kann und wo man natürlich auch für die israelischen Soldaten, die dort einfallen, Hinterhalte legen kann. Dieses Tunnelsystem soll 1000 Tunnel stark sein, 500 Kilometer das Tunnelnetz insgesamt. So ein Tunnel kostet rund 90.000 US-Dollar und zu Hochzeiten waren 15.000 Palästinenser damit beschäftigt, diese Tunnel zu buddeln. Und die Hamas hat vor allem bei den Schmuggeltunneln, also nach Ägypten und auf das israelische Staatsgebiet, 750 Millionen US-Dollar jedes Jahr eingenommen. Wie bekämpft man jetzt diese Tunnel? Die Israelis müssen diese Tunnel erstmal aufspüren. Da gibt es unterschiedliche Mittel, unter anderem Bodenradare, aber auch die Aufklärung. Wir haben es ja gehört, die ersten Einheiten, die praktisch von Israel, kleine Spezialeinheiten, auf das Gebiet des Gazastreifens vordringen, um diese Tunnel dann möglicherweise zu entdecken, die Eingänge. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dieses Tunnelsystem ist mehrschichtig, teilweise bis zu 40 Meter tief. Dort gibt es große Lagerräume, wo die Munition praktisch aufbewahrt wird, wo auch Sanitätseinrichtungen vorhanden sind, um dann verwundete Kämpfer zu behandeln. Und das ganze System ist verbunden mit Kommunikationsleitungen, mit Belüftung, mit Strom. Also ist praktisch eine Stadt unterhalb der eigentlichen Stadt Gaza-Stadt. Und selbst Lkw können in einigen Abschnitten dieses Tunnelsystems diese Tunnel befahren und Güter transportieren. Die israelische Armee wird unterschiedliche Systeme einsetzen, um diese Tunnel zu vernichten. Auf der einen Seite sehen wir hier, wie man praktisch so einen Tunnel mit Sprengstoff zum Einsturz bringt. Und das ist eine weitere Variante, ein sogenannter Bunkerbrecher. Das ist eine Waffe, die von Flugzeugen abgeworfen wird und die meterdicke Betonschichten und auch Erdschichten durchbricht und dann einen intelligenten Zünder hat,
der erst dann explodiert, wenn man praktisch tief unter der Erde einen Hohlraum detektiert. Dann explodiert die Waffe und zerstört dann solche Tunnel. Und auch das ein effektives System. Aber das wird man vermutlich eher in der Peripherie, also in den Außenbereichen, einsetzen können. Denn diese Waffen bedeuten, dass man unter der Zivilbevölkerung sehr, sehr hohe dann auch Schäden mit in Kauf nehmen müsste. Und wenn man dann wirklich Endeffekt mit Infanterie in die Tunnel hineingehen will, dann werden wahrscheinlich solche Drohnen eingesetzt, die vorausgehen und die dann praktisch ferngesteuert gegnerische Hamas-Kämpfer aufklären und dann auch bekämpfen können, unter anderem mit Kamikaze, Sprengladungen, aber selbst mit Munition können diese Drohnen bestückt werden und so dann dafür sorgen, dass man die Tunnel freikämpft. Die Lage für die Menschen im Gazastreifen ist mehr als prekär. Ein dritter Hilfskonvoi hat jetzt aus Ägypten kommend den Grenzübergang in Rafah überquert. Die ersten Lieferungen, insbesondere von Medikamenten, die hat es ja am Wochenende gegeben. Bislang können sie aber nur wenig Linderung verschaffen. Ein Thema, mit dem sich heute auch die Außenministerinnen und Minister der EU beschäftigt haben. Am Wochenende liefen die ersten Hilfslieferungen in den 2 Wochen lang abgeriegelten Gazastreifen an. Über den Grenzübergang Rafah brachten Lastwagen von Ägypten aus Medikamente, Lebensmittel und andere Hilfsgüter in den von der Hamas kontrollierten Küstenstreifen. In einem Telefonat verständigten sich Israels Premierminister Netanyahu und US-Präsident Biden auf eine Fortführung der Hilfslieferungen. Wir haben bekräftigt, dass die Hilfe für die bedürftigen Palästinenser von nun an kontinuierlich geleistet wird, schrieb Biden auf der Plattform X. Die Vereinten Nationen drängen derweil auf die Lieferung von Treibstoff, der unter anderem für den Betrieb von Stromgeneratoren in Krankenhäusern benötigt werde. Wenn der Strom in dieser Abteilung, in der 55 Babys betreut werden, ausfällt, droht eine Katastrophe. Wir werden alle Kinder, die beatmet werden müssen, innerhalb von 5 Minuten verlieren. Doch Israel befürchtet, Treibstoff könnte von der Hamas für Terrorangriffe missbraucht werden. In Luxemburg wollen die EU-Außenminister heute über eine gemeinsame Linie im Nahostkonflikt beraten. Die Hamas zu bekämpfen und gleichzeitig Hilfsgüter bereitzustellen, sei eine Quadratur des Kreises, so Außenministerin Baerbock. Für uns als Europäerinnen und Europäer ist klar, es wird nur Frieden und Sicherheit im Nahost geben. Es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Deutschland, die Europäische Union, steht solidarisch an der Seite von Israel und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich derweil für eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ausgesprochen. Dies sei nötig, um humanitäre Hilfe liefern und verteilen zu können. Und zugeschaltet ist mir jetzt Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie. Dankeschön. Frau Präsidentin, die Außenminister der EU haben heute über den Umgang mit dem Nahostkonflikt beraten. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagt, die EU werde keine bedeutende Vermittlerrolle spielen. Resignieren kann man aber auch nicht. Das kann nicht die Reaktion sein. Was also kann, was will die EU tun in diesem Konflikt? Die Europäische Union hat sich klipp und klar ausgedrückt seit dem 7. Oktober, dass wir uns hier der größten Grausamkeit, dem brutalsten Massaker an Juden seit dem Holocaust gegenübersehen. Israel steht unter Beschuss. Was von der EU gefordert wird, ist nicht nur die klarste Erklärung der Solidarität, sondern auch eine eindeutige Feststellung, dass diese Grausamkeiten durch die Hamas, eine terroristische Vereinigung, ausgeführt worden ist, die nicht die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes vertritt. Die Europäische Union war äußerst klar auf allen Ebenen. Zunächst einmal in dem Ausdruck der Solidarität, in der Verurteilung des Angriffes und auch in der Zusicherung, dass unschuldige Zivilisten und humanitäre Korridore für die Menschen in Gaza möglich sind, die von Hamas als menschliche Schutzschilder missbraucht werden.
Die EU-Kommissionspräsidentin war auch zeitig nach Kriegsausbruch in Israel, aber sie ist da in Teilen auch kritisiert worden für die klaren Worte, die sie da geäußert hat, die klaren Worte der Solidarität, zum Beispiel aus Irland. Da gab es den Vorwurf, sie sei nicht kritisch genug mit Blick auf die Situation der Zivilisten im Gazastreifen, die Wasser-, die Stromversorgung gewesen. Ist die EU hier also tatsächlich so einheitlich aufgestellt? Tja, das ist auch die Position des Europäischen Parlaments. Wir verlangen eine humanitäre Waffenruhe, um eben die notwendigen Hilfslieferungen zu leisten durch die Südgrenze mit Ägypten. Das begrüßen wir. Wir begrüßen ebenfalls als Europäisches Parlament die Entscheidung der EU-Kommission, die humanitäre Hilfe gegenüber den unschuldigen Menschen in Gaza zu verdreifachen. Das ist kein Widerspruch zu dieser klaren Solidaritätsbezeugung gegenüber Israel und der klaren Verurteilung dessen, was Hamas gegenüber 1.300 Bürgern Israels und der EU am 7. Oktober verübt hat. Und weiterhin noch mehr als 200 EU-Bürger als Geiseln gefangen hält. Eine temporäre Waffenruhe müsste natürlich aber auch von beiden Seiten eingehalten werden, also auch seitens der Hamas. Die deutsche Außenministerin spricht von der Quadratur des Kreises und lehnt eine solche ab. Nicht nur Deutschland, auch andere Länder mit der Argumentation, der Terror, der müsse eben auch jetzt bekämpft werden. Und ansonsten würde man ein Stück weit auch Israel doch das Recht der Selbstverteidigung absprechen. Sehen Sie das anders? Das Europäische Parlament teilt diese Ansicht. Es gibt eine einmütige Vereinbarung im Europäischen Parlament, in der gesamten EU. Hamas muss und wird auch gestoppt werden. Es ist eine Terrororganisation, die unschuldige Palästinenser als menschliche Schutzschilde verwendet. Sie hat die schlimmsten Grausamkeiten verübt, die Israel seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das ist für uns klipp und klar. Deshalb ist es auch dazu gekommen, dass das EU-Parlament diese Ereignisse einmütig verurteilt hat, auch bekräftigt hat, dass man darauf reagieren muss. Auch haben wir uns klar geäußert, welcher Art die Reaktion sein muss. Und wir haben versucht, sicherzustellen, dass unschuldige Zivilisten nicht zwischen zwei Feuer geraten. Das ist eine einmütige Position in der gesamten EU. Wir haben so viele Kinder gesehen, die ermordet worden sind. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, welche Grausamkeiten die Terroristen verübt haben. Wir wollen aber auch alles tun, dass keine Handlungen den Tod von Kindern und Zivilisten mit sich bringen. Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Es ist ganz wichtig, dass europäische Führungspolitiker in den Nahen Osten reisen, mit den maßgeblichen Entscheidern dort sprechen, um eben sicherzustellen, dass dies nicht in einen Flächenbrand ausartet. Das ist sicherlich eine Gefahr, vor der wir wirklich sehr viel Sorge spüren. Hier muss man reagieren. Wie man reagiert, ist aber auch von entscheidender Bedeutung. Mit Blick auf die Zivilisten im Gazastreifen reagiert die EU so, dass sie sagt, wir wollen und müssen weiterhelfen, humanitäre Hilfe leisten. Auch das eine unglaublich schwierige Situation. Wie will man, wie kann man versuchen, sicherzustellen, dass diese Hilfsmittel auch dort ankommen, wo sie eben gebraucht werden und dass sie eben nicht der Hamas in die Hände fallen? Sie haben natürlich die entscheidende Frage gestellt. Deswegen haben wir eben auch immer wieder darauf geachtet, bei Hilfen zur Entwicklungshilfe. Wir müssen hier noch einmal genauer hinschauen, überprüfen, wohin das Geld fließt, in wessen Händen es endet. Das ist Hilfe, die wirklich dringend benötigt wird für eine Bevölkerung, die lange Zeit gelitten hat. Deshalb haben wir die Verdreifachung der
der humanitären Hilfe begrüßt. Wir haben für den Schutz des menschlichen Lebens uns eingesetzt, aber die hygienischen Bedingungen, die grundlegenden Mittel müssen gesichert werden, Trinkwasser und auch Nahrung. Ja, aber Sie haben recht, wir müssen sicherstellen, wenn es am Grunde dort vor Ort eine Terrororganisation gibt, die die eigenen Leute zu Geiseln nimmt, dann muss man darauf reagieren. Das ist der Ausgangspunkt für all das, was die EU gemacht und gesagt hat. Es gibt viele Orte, wo die EU gerade und die Hilfe der EU gefordert ist. Der Krieg in der Ukraine, der geht natürlich weiter. Und die Ukraine fürchtet, durch diesen weiteren Krieg in Israel auch irgendwann weniger Unterstützung zu erhalten. Denn natürlich sind Kapazitäten auch endlich. Wie gewichtet man da? Wie kann man da priorisieren? Indem wir sicherstellen, dass Putin diese Situation nicht ausnützt, wie sie sich jetzt in diesem Nahostkrieg entwickelt hat, um uns abzulenken von der Aufmerksamkeit, die wir weiterhin der Ukraine zuwenden müssen, die ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine kämpft nicht nur um die eigene Sicherheit, kämpft, sondern auch für unsere Sicherheit. Deswegen hat letzte Woche das EU-Parlament mit großer Mehrheit zugunsten dieser sogenannten Ukraine-Fazilität im Mittel 50 Milliarden Euro, die in die Wiederaufbauhilfe gehen und weiterhin den Kampf unterstützen würden, was unser Krieg auch für territoriale Integrität, für unsere Sicherheit, für Millionen von Europäern, deren Werte wir teilen. Das wird uns ganz sicherlich immer vor Augen bleiben. Wir werden alles tun, um wirklich allen unseren Aufgaben die richtige Aufmerksamkeit zu widmen. Ukraine steht weiterhin oben auf unserer Tagesordnung. Trotz dieser Zunahme an Krisen würde ich sagen, wir werden weiterhin als Europa, als Kontinent gemeinsam diese Herausforderungen angehen. Sie sprechen die Zunahme von Krisen und Konflikten insgesamt an. Abschließend eine Frage mit Blick auf den jetzt in dieser Woche anstehenden EU-Gipfel. Durch die Krisen und Kriege wird natürlich auch eine weitere oder zumindest sich nicht abmindernde Fluchtbewegung insgesamt befürchtet. Die EU noch nicht ganz eindeutig, noch nicht ganz da bei dem neuen Migrationskurs, wo sie sein möchte. Mit welchem Schritt können, dürfen, müssen wir rechnen beim EU-Gipfel in dieser Woche? Nun, für uns ist es eindeutig so. Und ich werde das auch bei dem EU-Gipfel am Donnerstag so sagen, wenn ich die Spitzen der Regierungen und die Staatspräsidenten anspreche, wir dürfen keine Minute mehr warten, ehe wir diesen Migrationspakt endlich annehmen. Seit fast einem Jahrzehnt ist er in einer Art Stillstand gefangen gewesen. Jetzt stehen wir vor einem Durchbruch. Es ist ein allumfassender Ansatz. Einerseits wird die Schutzbedürftigkeit für alle jene, die darauf Anspruch haben, anerkannt. Diejenigen, die keinen Anspruch haben, werden auch benannt. Und wir sind ebenfalls sehr eindeutig in unserer Zusage der Sicherheit und des Schutzes für alle, die aber zu uns kommen. Wir müssen aber eindeutig sagen, ich kann im Namen des EU-Parlaments sagen, 2019 haben uns den Auftrag erteilt, diese migrationspolitische Leitlinie umzusetzen, das uns erlauben wird, die Rolle der EU besser zu definieren und zu verstehen, auch die Lücken im Arbeitsmarkt zu füllen, aber auch unbegründete Asylanträge zurückzuweisen. Das sind alles Themen, die in diesem neuen Gesetzespaket zur Migration behandelt worden sind. Einige Monate haben wir, dieses Paket zu verabschieden. Ich bin optimistisch, dass wir dieses Paket verabschieden können. Ein Gleichgewicht zwischen Asyl, Sicherheit und Abschiebungen. Und wir werden das sicherlich bis 2024 zu den nächsten Wahlen verabschieden können. Und zwar als Reaktion auf das, was die Bürger von uns erwarten. Lassen Sie uns diese großen migrationspolitischen Themen abarbeiten, die wir alle haben, einschließlich aller Mitgliedstaaten, aber auch auf europäischer Ebene.
Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.